Hallo Leute, ich bin Legendkiller und heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und in dem heutigen Video möchte ich mal ein bisschen hier über den Molotow-Cocktail bzw. über die Brandgranaten reden und euch so ein paar Tipps zeigen oder ein paar Tricks, Tipps, wie auch immer, wie man sie auch benutzen kann, denn das ist meiner Meinung nach irgendwie so die wenigst genutzte Granate, zumindest sehe ich irgendwie kaum, dass sich irgendjemand einen Molotow kauft und wenn, werfen sie den einfach irgendwo hin. Ich möchte euch mal so ein paar Tipps sagen, worauf ihr achten sollt, wenn ihr den Molotow benutzt. Und erster Tipp, beziehungsweise meiner Meinung nach, wie man Molotow-Granaten benutzt, ist, um Plätze auszuräuchern. Denn die meisten denken, Molotow ist dafür da, Schaden zu machen. Dann sagen sie, dann kaufen die lieber eine HE-Granate, weil man die irgendwie weiter werfen kann. Dann macht die auch noch mehr Schaden. Dann sagen manche, das ist so eine Art auch Smoke-Ersatz, eine zweite Smoke, denn da kann man auch nicht so gut durchgucken. Okay, der brennt jetzt scheiße, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, dass man halt nicht so gut da durchgucken kann, wenn das Feuer sich erstmal ausgebreitet hat. Aber meiner Meinung nach ist er eher dafür da, sag ich mal, Spots zu clearen, beziehungsweise Camper aus ihren Ecken zu locken. Nehmen wir jetzt einfach mal hier als Beispiel auf Inferno hinterm Auto. Wenn man jetzt hier um die Ecke kommt und nicht weiß, ob da einer hinter steht, kann man einfach den Molotow dahinter werfen. Und der Typ hat jetzt entweder die Möglichkeit drin stehen zu bleiben und zu verbrennen, wegzulaufen, wobei ihr den dann wegholen könnt, während er wegläuft, oder zumindest versuchen, den dann wegzuholen. Oder er kann halt eine Smoke-Granate werfen und versuchen, den Molotow zu löschen, was ihm natürlich erstmal dauert, bis er die Smoke rausgeholt hat und er würde seine Smoke verwerfen. Aber ihr wisst halt immerhin, dass da einer ist, und sobald er die Smoke geworfen hat, könnt ihr dann ja noch eine HE hinterher werfen. Und ja, das war so mein erster Tipp. Gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum zweiten bzw. ersten Tipp, je nachdem, ob man das erste als Tipp sieht, wie man meiner Meinung nach die Granaten benutzt. Und zwar ist mein erster Tipp dann, dass man Gegner mit dem Molotow aufhält bzw. umzingelt, einkreist. Wie ist das gemeint? Ganz einfach, man wirft hier zum Beispiel den Molotow-Cocktail und die Gegner werden, oder es gibt kaum welche, die halt durch den Molotow durchlaufen. Vor allem ist Inferno hier zum Beispiel ein ziemlich gutes Beispiel, da das einfach ein enger Gang ist. Und dann breitet sich das Feuer aus und die Gegner haben halt einfach keine Möglichkeit, sich irgendwie zu verstecken. Die müssen entweder zurücklaufen, aber wenn sie jetzt mit 5 Mann einen Bananenwasch machen, ihr wirft die Granate und der erste zurückläuft, blockt der die anderen und die werden sich irgendwie gegenseitig blocken und gegenseitig flamen. Kann also ziemlich hilfreich sein. Es gibt auch noch, keine Ahnung, zum Beispiel auf Dust, wenn ihr B in den Tunnel da die Molotow reinwirft, ist das auch ziemlich effektiv. Und wie gesagt, es ist eigentlich meiner Meinung nach nicht nur da, die Gegner hier aufzuhalten, sondern auch einzukesseln. Wenn ihr jetzt wisst, einer steht hier irgendwo da in der Ecke, dann könnt ihr auch, wenn ihr wisst, euer Teammate kommt von hinten, bevor der Gegner halt wegläuft, könnt ihr da so ein Molotow hinwerfen, dass der Gegner auch nicht weglaufen kann. Das heißt, ihr habt den Gegner hier praktisch eingekreiselt. Und dann könnt ihr noch, man kann ja noch HEs, hat man ja noch zusätzlich eine HE da rein pfeffern und dann hat der Gegner halt eigentlich keine Chance mehr, wenn man diese Kombi macht, einfach Molotow dahin, HE dahin und dann kommt der andere Teammate halt von hinten, dann ist der Gegner eigentlich so gut wie tot. Und ja, das war so mein Tipp für die Smoke-Granate, für den Molotow-Cocktail. Gehen wir weiter zum nächsten. So, kommen wir nun zum nächsten Tipp. Der nächste Tipp ist eigentlich ja für die Terroristen eher gedacht. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie geschafft habt, B-Fake, was weiß ich, zu machen, dass ihr der letzte Überlebende hier auf dem Spot seid. Ihr habt irgendwie noch wenig HP und die Gegner müssen halt irgendwie vom anderen Spot verschieben oder ihr müsst einfach auf Zeit spielen. Dann könnt ihr den Molotow benutzen und den dann auf die Bombe werfen. Weil der Gegner kann ja halt in der Zeit nicht diffusen. Der muss halt warten, bis die Molotow-Granate vorbei ist. Und so könnt ihr immerhin ein paar Sekunden Zeit schänden und wenn der Gegner halt, wenn es knapp wird und muss der einfach hier reingehen und versuchen zu diffusen und dann wird er wahrscheinlich verbrennen und ihr habt die Runde vielleicht geholt. Das war so mein nächster Tipp und das war auch somit mein letzter Tipp für die Brandgranaten. Ich hoffe mal, die paar Tipps haben euch gefallen und konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, seit dem letzten Update kann man ja auch CSGO auf privaten Servern hier sein Messer wegwerfen. Ich weiß nicht, ob das vorher ging. Ich glaube, das geht erst seit dem letzten Update, der jetzt gestern oder vorgestern rausgekommen ist. Und heute ist der, wie viel ist heute, 30.01. Ich glaube, am 29. kam jetzt irgendwie ein Update, 28. Und ja, seitdem kann man halt auf privaten Servern, ich muss jetzt wieder reintappen, so, auch sein Messer wegwerfen. Der Befehl dafür ist hier ganz einfach MP unterstrich drop unterstrich knife unterstrich enabled und dann steht das auf 0, so ist das standardmäßig, dann könnt ihr
das Messer nicht wegwerfen. Und wenn ihr das Ganze dann auf 1 umstellt, noch so als kleiner Tipp am Ende, könnt ihr auch euer Messer wegwerfen. Jetzt könnt ihr ohne Waffe, ohne gar nichts rumlaufen. Hui. Naja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Tipps habt, dann schreibt sie doch in die Kommentare. Ciao.